Freunde, herzlich willkommen zum neuen South Park Video, schon glaub 12, ich bin gerade in der Vorproduktion und da kann ich mir nicht mehr so gut die Zahlen merken und in der letzten Folge habe ich, oder haben wir besser gesagt, das Portemonnaie von einem Verkäufer gefunden, im Hippo, und jetzt können wir es ihm wieder bringen und dann kriegen wir eine tolle Überraschung, genau hier war das, im Chimbos Guts. So. Willkommen bei der Wache. Geil, du hast ihn gefunden. Hör zu, Selbstjustizler. Falls du mal ein Problem hast, ruf mich und Ned. Wir feuern dann so lange auf dein Problem, bis es keins mehr ist. Okay, cool. Okay, das war richtig geil. Jetzt haben wir so eine Elite-Truppe für den Notfall. Aber ich glaube nur einmal. Also müssen wir uns da richtig gut entscheiden, wann wir es einsetzen. Weil sonst könnten wir immer alle fertig machen. So, das wäre ja ein bisschen langweilig. Was liegt da? Ich will hier nochmal schauen, was da liegt. Geh mal hier rein. Wir haben in der letzten Folge keine Aufgaben gehabt. Da haben wir eigentlich nur Sechsklässler verprügelt. Und diesmal haben wir auch keine Aufgaben, wie es aussieht. Nein, wir haben nur noch die... Was sollen wir denn machen? Ach, scheiß drauf, wir machen die jetzt einfach. Komm, Leute. Wir gehen nochmal hier rein. Schnell. Der kleine Verbrecher schräg. So, was ist hier? Ah, 1 Euro. Das hat sich ja nicht gelohnt. Okay, komm. Da ist der Typ mit Mikro. Du solltest hier Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Ich wäre bereit, dir in den sozialen Medien zu folgen. Heißt du das gut? Sehr gut sogar. Können wir irgendwie ran? Ah ja, so. Alter, so sexy. Richtig. Mr. Scrimball oder wie auch immer. Dieser Name von South Park. Vielen Dank. Ich freue mich auf unsere bedeutsame und respektvolle Beziehung. Ebenso. So, wir gehen jetzt zur Einsatz von der Polizei. Hier haben wir den Geldbeutel gefunden. Also die ganze Zeit schon wieder in den letzten Folgen, ne? Das war schön. Leute. Das ist der fiese Wunderarsch. Wir haben was für dich. Wo ist dir? Nein, ich wollte jetzt schauen, ob es... das geht aber nicht, glaube ich. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir schaffen diese Dings nicht. Diese zwei Level 200. Warte, wie viel Macht haben wir? 160. Schon ein bisschen dumm, eigentlich. Wir kämpfen für alle unterdrückten Girls der Welt. Ich gucke, wie schnell war die denn? Sind auch alle gleich aus, ne? Bei South Park. Also, bei Raisin Girls meine ich jetzt so. Aber... so, wir drehen uns mal ein bisschen lauter, so, ein bisschen lauter drehen. Wo ist das? Die Mission. Wo ist sie? Wie lange müssen wir noch gehen? Oh Gott, da vorne. Ich habe ein bisschen, ich glaube, wir schaffen das nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, wenn wir es nicht schaffen würden. Oder wenn wir es nicht schaffen. Oh Gott. Heute nicht! Bitte verpissen Sie sich oder ich prügel Sie ins Krankenhaus! Ich verprügel dich, bis meine Schicht vorbei ist! Ach nö. Ja, beim Kampf ist wie gesagt die Kamera weg. Scheiße, schaffe ich niemals. Okay, ist vielleicht. Aber nochmal kriegt ihr mich nicht! Diesmal habe ich Verstärkung! Wie viel? Oh fuck! Zugriff! Ich nehme meine Blutprobe! Das ist, jetzt, das ist jetzt, würde ich jetzt mal sagen, scheiße. Das ist richtig. Ich verlasse mich auf dich. Dumm. Okay, komm. Als ob wir da nicht hinkommen. Lol. Ah, hier können wir Damage machen. Und K.O. Oh, du hast gerade einen Gesetzeshüter angegriffen. Ja, sorry. Ich verprügel dich gemäß Arbeitsanweisung. Das Spray der Gerechtigkeit. Diabetes-Time.
Ja. Alter. Ich bin so, als hätte das richtig wehgetan. Mach sie glatt! Platt, glatt, was auch immer. Alter, der kriegt so Bombe. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Eklig, Mann. Alter, die machen der Witz. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Das ist tot. Geil. Aber jetzt kommt... Fuck. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Der ist dran. Close. Okay. Zeig ihm, was du drauf hast! Könnt ihr aber schaffen. Das gibt garantiert eine Narbe. Oh shit. Wäre ich nur ein echter Cop. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Captain Diabetes ist kampfbereit! Oh fuck, oh fuck. Captain Diabetes macht die Fieslinge zu Hackfleisch! Also los! Warte, wir schaffen den Ah, shit. Ah, der würde noch viel Damage machen. Da machen wir es einfach. Da machen wir es einfach. Komm, die haben wir erst selten gesehen. Hiebe im Namen der Gerechtigkeit! Okay, die war jetzt nicht so spektakulär. Schnappt ihn! Och nö. Alter, das ist. Ist richtig. Komm. Komm noch einmal. Ja, der ist tot. Nice. Hat Wunder gerade was gemacht? Ich bin wieder da. Oh. Komm jetzt. Ja. Ja, gut. Oh, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Was soll das hier jetzt? Okay, man sieht sich! Guter Boy. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Ah, nice. Hast du Damage gemacht? Oh, die haben auch fett Leben. Jetzt setzt's was! Ugh, das würde ich niemandem wünschen. So. Ich bin dran. Der ist auch tot dann. Ja. Alter, wir rasieren. Oh. Hier kommt was. Ich glaube, Super Craig ist jetzt gleich tot. Nimm das, du Penner. Ah, shit, shit, shit. Ergib dich sofort. Oh, der ist echt gleich tot. Feigling. Das war der Hammer. Mein verdammter Zug, Mann. So. Megafaustschlag. Ja, ein Treffer reicht für einen Home Run. Oh, shit. Kann ich nicht benutzen. Hey. Ah, ich glaube, das sollten wir schaffen. Schwerer zur Action. Oh, Junge. Komm hier. Hau rein, Neuer. Komm, der Hund ist tot. Perfekt. Das habe ich kaum gesehen. Perfekt, der Hund ist auch KBU. Ich schon wieder? Okay. Ja! So viel Stress und das zum Mindestlohn. Boah. War schon gut, Dennis. Du bist jung, das heilt schon. Lass alle Waffen fallen liegen oder stehen, Einbrecher. Okay, der ist... Das auch Knirschen ist echt befriedigend. Oh, bin ich dran? Schieß. Könnt ihr nichts machen? Juckreiz für alle! Er ist tot. Perfekt. Es ist Blut. Ja. Der ist. Oh, das geht ja so smooth gerade. Ultimative Fähigkeit bereit. Das ist auch sehr nice. Ach komm, das machen wir jetzt mal. Das machen wir mal. Oh ja, durch das Arschloch. Wir kämpfen also nach Gefängnisregeln. Okay. Bam! Ah!
Ja. Du lässt mir keine andere Wahl, als mich selbst zu verteidigen. Ich war Siebtbester im Online-Kurs. Du bist also geliefert. Hab ich vorm Spiegel geübt. Im Online-Kurs? Oh Gott, so drin. Komm jetzt. Ich bin dran. Ansteckung signed. Dann auch gleich auf. Alter, das geht ja so easy. Oder ich rufe jemanden mit Schießerlaubnis. Okay, da können wir jetzt nicht machen. Und du bist K.O. Oh. Ja. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Alter, war das ein krasser Kampf. Und wir haben Artefakt bekommen. Nice, Leute. Woo. Bin ich ganz happy, Gott, für mich. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Tun wir den gleich rein. 165 macht. So schnell geht es. Okay, schnell. Hallo, hier Jeff von Wolf Sicherheitstechnik. Alles in Ordnung? Hallo, ja, tut mir leid. Ich wohne hier und kann mich nicht an den Code für den Alarm erinnern. Schon okay, ja. Haben Sie das Passwort für die Sicherheitsabfrage? Einen Moment, bitte. Alles in also. Ordnung? Hey, please. Hören Sie mich? Oh, 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 oh. Oh Gott. Habe ich es gehackt? Ja klar, das habe ich hier irgendwo. Moment, verdammt, ich muss nur... Oh scheiße, falsche Schublade. Können Sie bitte kurz dranbleiben? Kein Problem, Sir. Oh, was müssen wir jetzt machen? Hacken fortsetzen. Alles in Ordnung? Geht ja ganz leicht eigentlich. Einen Moment, kein... bitte. Haben Sie das Passwort vielleicht aufgeschrieben auf einem Notizblock oder so? Ja, irgendwo muss es ja sein. Moment, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ich muss erstmal meine Brille suchen. Oh Gott, es geht weiter. Okay. Hören Sie mich? Alter. Elite-Hacker. Wow. Das war einfach gedacht. Versuchen Sie es vielleicht mal mit meinem zweiten Vornamen. Okay, Sir. Wir sehen uns jetzt einfach Ihr Konto an und erstellen ein neues Passwort für Sie. Bleiben Sie einfach in der Leitung. Okay, das war... Lass dich von seiner gutbürgerlichen Fassade nicht täuschen. Das ist ein alter Trick. Das war leichter als gedacht. Würde ich jetzt mal behaupten. Komm, hier looten wir noch ein bisschen. Alles, was geht hier. So. Musste mir kurz was anschauen, ne? Erinnerst du Trapper Keeper? Klar, was? Ich erinnere. Oh ja, fand ich toll. Ich erinnere. Erinnerst du den Angriff auf die Schule im letzten Spiel? Oh, ich erinnere, das war toll. Okay. Ich habe mir gerade was sehr Schönes angeschaut. Hier muss doch irgendwas sein. Hallo. Alter, hier ist richtig viel Kram. Oh, so ein Bett wollte ich früher auch immer haben. Das war richtig... Es gab so immer einen Baumarkt. Und das fand ich früher auch richtig cool. Aber die... Dann halt nicht, ne? Vorsicht bei dem, der ist ganz schön jähzornig. Wähl den richtigen Augenblick. Hey, wer bist du? Du kannst hier nicht einfach einbrechen. Jetzt, los, los, los! Hey, wer bist du? Du kannst... Und wieder ein Kampf. Hab ein Sicherheitssystem, weißt du? Boah, der ist ja easy. Ich verklag dich, du Arsch! Wieso tust du das? Das ist ja mega easy. Fress meinen halbprofessionellen Abschlag, miese Einbrecher! Würgegriff! Ja gut, der war einfach... als gedacht.
super Arbeit, Held. Du weißt echt, wie der Hase läuft. Du verstehst genau, was wir tun und unterstützt uns dabei. Komm zu mir aufs Revier. Ich hab da was für dich. Vielleicht kriegen wir jetzt die Marke. Komm. Geh zu der. Ja, komm, komm. Wir gehen jetzt. Ich will die Marke unbedingt haben, weil die ist so ein cooles Ding. Das will ich haben. Und dann bin ich glücklich, dass wir die Marke endlich haben. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es so. Wie soll ich sagen? So leicht geht. Keine Ahnung. Machen wir hier nochmal was kaputt. So. Kann alles kaputt machen, das geht. So wie in Real Life. Das ist der fiese Wunderarsch. Wir haben was für dich. Wo ist dir? Was ist los, Fiesling? Angst vor hübschen Girls? Alter Schwede. Das war schon ein guter Kampf, würde ich jetzt mal behaupten. So, wir sind nämlich schon bei 16 Minuten, ne? Das ist gut. Okay, schon. Der Folge geht ja immer 30, so ungefähr 30 Minuten. Oh, das lohnt sich gar nicht. Nach Freaks wie dir haben wir gesucht. Oh mein Gott, gehst du wirklich einfach weg? Da ist das Hippo. Vielleicht ist die Polizeimarke auch eine Artefakt. Ein großer Platzartefakt. Das richtig gut sein kann. Dann hätten wir richtig viel Macht. Das wäre natürlich nice. Was bist du denn? Ein kleiner Liberace? Geh schon durch. Okay, komm, gib mir die Marke. Klasse, wie du diesen Verbrecherboss beseitigt hast. Du bist ein echtes Vorbild. Zeig doch, ein Artefaktplatz. Aber kein, großes leider. ...164 macht, das ist sexy. Schau, jetzt haben wir auch das fertig, also... ...das will mal mehr, ne? Da war was zum kaputt machen. Oh, sexy, Alter, können wir rein? Wir sind auf der Frauentoilette. Okay, cool. Was ist das denn, Alter? Ja gut, haben wir den Spiegel kaputt gemacht, ist gesperrt. Ach, darum müssen wir hier rein. Okay. Haben wir auch ein bisschen Loot hier geholt. Mach auf. Ach, unser kleiner Freund und Helfer. Ja, ich bin der Freund. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Ich will reden. Und warum irrst du hier auf dem Polizeirevier rum? Weißt du, wer hinter der großen Verbrechenswelle in South Park steckt? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Gerald's langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln. Zu viel Verbrechen. Und? Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Ja, schon. Bitte lächeln, wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Müssen wir jetzt hier hängen? Ja, wir müssen 8 Bilder aufhängen. Das ist doch schön, dass wir jetzt wieder was aufhaben. Okay, wir haben alles gelootet, dass man in der Polizeiwache looten könnte. Oder hier geht's hier noch weiter? Da ist noch was. Ja, okay. Da ist noch ein Türchen. Nice. Aber wir hätten ein Selfie machen können. Toto Chips. Kann ich durch? Ja. Achso, das war da zerknüllt. Da haben wir eins aufgehängt. Nice.
Hey, du bist auf dem Revier in aller Munde. Komm doch zu mir in mein Büro. Dann sprechen wir über eine Grassroots-Marketing-Gelegenheit. Hä? Ich war doch gerade da. Arschloch, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Schau, jetzt läuft's doch wieder. 135 Watt. Hey, wenn das nicht mein kleines PR-Team ist, sind die Bilder schon online? Also bei Kuhn können wir fast noch nichts machen. Poste diese Fotos, ganz einfach. Ach lol. Hey, eine Hand wäscht die andere. Please. Das hab ich jetzt hier wegen dem Scheiß noch reingelassen. Ach man. So. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Kuhn, aber der ist zu krass noch. Der hat nämlich, wie viel, da kommen wir hier, zack. Kuckuck, ja, 234 und wir haben nur 174. Das ist schon belastend. Ups, so. Das ist sehr belastend. Ach komm, scheiß drauf, wir gehen einfach zu Kuhn. Da können wir auch dann das Schnellreisesystem benutzen. Das zögert nur die Niederlage hinaus! Oh, da können wir nochmal ein Auto aufmachen. Nice. Nice. Kann ich von Nutzen sein? Ja, ja, klar. Einmal bitte zum Kuhn-Versteck. Bis denn, ne? Das war ja aber der Audiobug ist nur bei ihm so, ne? Also, keine Ahnung. So, dann gehen wir mal zu Kuhn. Scrambles. Wo schnell da? Schnell. Nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon-and-Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. So, dann rede mal mit mir. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon-and-Friends-Film. Glückwunsch! Genau, so ist das Leben! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte cool. Dir nur die Neuigkeit mitteilen. Ach lol. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben, mehr gibt's nicht. Kriegen wir eine neue Klasse? Oh nein. Nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Oh, das ist Assassine. Echt, Psychiker. Was könnte man... Also Speedster. Wir haben jetzt... Boah, eigentlich wäre das... Speedster. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit kümmern und so die Gerechtigkeit auf Sprünge helfen. Elementarist. Wenn der Elementarist in der Nähe ist, braucht sich immer ein Sturm zusammen. Blitze und Eis für den Gegner halten. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja, Luftfeuchtigkeit bei einem... Naja, das ist scheiße. Cyborg. Die erste... das war der weitere Angriff der Gegner. Das ist der Sturm. Was ist das? Gadgetmeister! Der Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung Explosionswiese aus. Mit dem erfreulichen Metallkino. Assassine! Psychiker! Assassine, ja? Ein Held braucht auch einen Sinn für Dringlichkeit! Der Assassine ist Spezialist auf Angriff. Blut. Das ist geil. Assassine! Komm. Ich hoffe, du kannst Blut sehen! Ah, die Waffen sind aber nicht so krass. Assassine! Ein Gadgetmeister! Bekämpft das Böse ohne Superkräfte! Komm, ich hier mal die Psychiker, wie Professor X. Nee, wir Assassine, komm. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst.
Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Ich gehe zum Spiegel, wie immer. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und einen Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Assassine schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst, töten. Du verlorst keine Zeit, ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Alter, Assassine ist richtig geil. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Hey, das Balk hat ein Messer. Oh, scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. U3. Lol, wie geil. Das ist ja mega. Boah, Assassine ist so schattestell, Alter. Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ist ja mega. Unsichtbar zu sein. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Hallo? Achso, hier. Dein Wirbelschlitzer schleudert das Messer in alle Richtungen. Boah, das ist sexy. Das ist für meinen Einbrecherkollegen! Oh, der ist auch dem gut. Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Oh, ultimative Fähigkeit. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt handeln oder sterben, du oder ihr? Ah, ich muss hier hin. Du musstest deinen tödlichsten Angriff einsetzen. Hä? Den Todestau. Oh shit. Wie kann ich. Hä? Ein? Ich will da hin, hallo. Ist. Hä? So, jetzt. Der ist so tot. Bevor er dich sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Lol. Richtig der heftig. Junge ist so eine Art Super-Assassine. Alter, das ist richtig heftig. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Das tut mir nicht leid. Wollten das dir halt die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Boah, geil. Ich habe eine neue... jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Eine neue... Ach, keine Ahnung. Okay, warte, dann können wir doch jetzt hier verbündete Kräfte. Können wir da nicht Assassine, und da fand ich eigentlich das Unsichtbare ganz geil. Das ist geil, das ist geil, das ist alles cool. Okay. Jetzt haben wir auch was von Assassine drin. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Oh. Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Auch 235 macht. Bevor wir aber das... Bevor wir zum Spielplatz gehen, ne? Machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne abonnieren. Also haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao. Reingehauen. Und abonniert die Folge. Und Daumen hoch. Und alles mögliche. Was? Und teilt das auf WhatsApp und Facebook. Auf Twitter. Und ciao. We'll be right back.